Der existierende Mensch. Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, Freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at. Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Die Dame auf dem Sofa kennt sich nicht mehr aus. Plötzlich geht ihr das Feuer aus. Die Zigarette ist verglüht und Feuer auf dem Tisch. Allem Überfluss, die Blume verblüht, ihr elegantes Kleid und der Zigarettenspitz zerfleddert und zerbricht. Sie sitzt im Kindersitz eines viel zu schnellen Autos und in wilder Fahrt leckt dieser Dame ein langer Bart. Verwirrt und empört schreit sie den Fahrer an, doch es hilft ihr nichts, keiner fährt rechts. Ihr wachsen lange Zähne und ein scheußliches Gesicht ist, was sie erblickt im Spiegel überm Licht. Die Dame auf dem Sofa tut einem richtig leid. Von ihrem Rücksitz spricht sie, wo bleibt die Zeit? Sie schaut auf ihre Hände und sieht nur ein Skelett. Ihre Knochen tanzen ein flüchtiges Ballett. Das Auto bleibt jetzt stehen, die Dame steigt aus. Sie kommt wieder heim, die Kerzen sind schon aus. Sie legt sich auf das Sofa, jung und alt zugleich. Prall gefüllt mit Leben, prall gefüllt mit Leben, prall gefüllt mit Leben. Die Dame auf dem Sofa ist so elegant. Da hätte sie sich beinahe ihre Hand verbrannt. Sie kennt nur beste Speisen und guten Wein und dient grundsätzlich nur bei Kerzenschein. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen 47. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Heute wieder, wie ich es zwar immer sage, aber ich glaube das wirklich heute auch, zu einer ganz interessanten Sendung. Das Thema der heutigen Sendung: Wege aus der Sucht. Bei mir heute im Studio 4 ganz interessante Personen: Karin Kanatze, Melanie Musner, Benedikt Zecher und Mo, in Klammer Wilhelm, Bloms vom Verein Emmaus. Was das genau für ein Verein ist, da kommen wir dann noch schön dazu. Aber ich denke mir jetzt am Anfang, dass Sie sich einfach ein bisschen ein Bild machen können von den heutigen Studiogästen, wie Sie es gewohnt sind, so der existenzielle Steckbrief. Und weil wir jetzt wirklich 4 Leute da haben, wäre es vielleicht echt gescheit, wenn jeder am Anfang ganz kurz den Namen sagt. Fangen wir vielleicht reihherum an. Also ich bin die Karin Kanatze. Ja. Ja. Karin, geboren, was fällt dir denn ein dazu? Geboren im Stubaital am Land. Stubaital am Land. Ja, vor 42 Jahren. Aha. Als die Jüngste aus einer Familie von 5 Kindern. Ah ja, okay. Ja, dann gehen wir vielleicht reihum weiter, bevor wir da nur die Fragen dann an die stellen. Vielleicht auch nochmal du ganz kurz deinen Namen, bitte. Ja, hallo, ich bin der Wilhelm Mo, nennt mir jeder Bloms. Ja. Wien geboren, aufgewachsen in Wien. Ja, der Ältere von 2 Brüdern. Und, naja,
jetzt bin ich in Innsbruck und bin nicht lang weg gewesen aus Österreich. Mhm. Jetzt bin ich wieder da. Okay, ja, super. Ich bin die Melanie Musner. Ich bin in Wörgl geboren, also im Unterland, hört man noch, glaube ich. Bin da aufgewachsen, habe die meiste Zeit dort gelebt, habe noch einen Bruder, einen kleinen, 6 Jahre jünger und wohne seit einem halben Jahr in Innsbruck wieder. Mhm. Okay, gut. Und so der Letzte in der Reihe? Ja, ich bin der Benedikt Zecher. Ich bin vor 43 Jahren in Innsbruck geboren, als Älteste von 5 Kindern und ja, in der Stadt aufgewachsen in Innsbruck. Ja. Okay, okay. Jetzt haben Sie alle ein bisschen so, eh so die anderen Fragen vorweggenommen, fein. So, die nächste Frage wäre gewesen, so aufgewachsen, ja. Aber vielleicht nochmal ganz kurz so in die Richtung, was verbindet es denn mit eurer Kindheit? Jetzt vielleicht bei dir, Benedikt, fangen wir vielleicht so von hinten an. Wenn du dir die Kindheit anschaust, was waren da so zentrale Sachen, wo du sagst, hey, das ist so wichtig gewesen in meiner Kindheit? Ja, meine Kindheit fallen mir jetzt 3 Sachen ein, die mich vielleicht bis heute beeinflussen oder positiv geprägt haben. Da ist einerseits viel Zeit, die ich in der Natur verbracht habe, im Garten und im Wald. Da mal Lager gehabt und auch Lagerkämpfe und alle möglichen Spiele im Wald gehabt. Das war eine Sache. Eine Geschichte ist vielleicht die Spiritualität. Also ich bin recht in einem recht religiösen Umfeld aufgewachsen und da hat einiges dann wachsen und reifen müssen und können über die Jahre. Aber die spirituelle Haltung aus meinem Umfeld hat mich sicher recht geprägt. Und was mich dann von Jugend an beeindruckt hat, das ist ein guter Freund von mir gewesen, der sehr engagiert und unüblich für sein Alter seine Oma gepflegt hat. Das habe ich beobachtet und das habe ich mitgekriegt und das hat was angerührt in mir, wo ich erst viel später dann gemerkt habe, dass ich auch mal irgendwas tun möchte, wo ich anderen was Gutes tun kann. Und das kommt, glaube ich, aus der Zeit, wo ich gesehen habe, was der da macht. Ja. So ganz interessant, wo dann so quasi die Samen gelegt worden sind, ganz, oder? Ja, so, deshalb sage ich diese 3 Dinge irgendwie so ein bisschen, ja. Das sind so, ja, das alles finde ich so in meinem jetzigen Leben auch wieder, ja. Mhm. Ja. Melanie, was verbindest du so mit deiner Kindheit? Also, weil wir gerade bei den 3 Sachen sind, bleibe ich auch bei 3 Sachen, ja. Die ich mit meiner Kindheit verbinde und die aber in meine Jugend total aus den Augen verloren habe, weil ich total gegen alles rebellieren habe müssen. Das ist einerseits das Draußensein, also in der Natur sein. Zurzeit sind es die Berge total und früher auch die Berge und einfach draußen zum Spülen und im Wald zum Sein und da mal Energie aussetzen lassen, dann das Tanzen, das ich als Kind aufgrund vom Leistungssport einen Spaß drauf verloren habe und jetzt voll wiederentdeckt habe. Und die Welt der Bücher. Ja, das sind 3 Sachen, die mich durch meine ganze Kindheit begleitet haben und die jetzt sozusagen ein Revival feiern. Ja, schön. Ja. Schön. Mo, bei dir? Ja, bei mir, die Kindheit, was mich so, es war ziemlich viel Freiheit, Natur, weil ich bin in einem Randbezirk von Wien aufgewachsen. Dann der Verantwortungsdruck, weil der älteste von meiner Generation war. Also immer das Vorbild dargestellt worden ist. Und ja, und dann, was eigentlich ziemlich eingreifend war, dann war der Umzug von dem Randbezirk in einen Wiener Innenbezirk. Also das waren 2 Welten, das war eine totale Veränderung. Und ja, andere Bekanntschaften, anderes Freundeskreis und total anderes Ambiente. Ja. Ja, interessant, interessant. Zuerst haben wir ja so gehabt, so Tirol, oder? Und jetzt haben wir so Wien und bei Borden aber so bis jetzt, bei alle 3, an erster Stelle so diese Natur eigentlich, ja? So was war ganz was Zentrales. Ja gut, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, also bin 1958 geboren und da war noch ein bisschen Bau im
fast kein Verkehr für Kinder, also ein Paradies, nicht? Ja. Eltern waren zur Zeit, wie Kind war, im erwerbstätig. In diesen Jahren natürlich alle zwei gearbeitet. Mhm. Und dadurch die große Freiheit, nicht? Ja, ja, schön. Wie war es bei dir, Karin? Was würdest du sagen, verbindest du mit der Kindheit? Ja, bei mir taucht auch sofort so viel Natur und Draußensein auf. Und auch so verbunden mit vielen Nachbarskindern, mit denen man dann im Wald bis spät abends unterwegs war, wo man Hütten gebaut hat oder dann auch Volleyball auf der Straße spielen hat können und die Mutter dann gerufen hat, komm endlich nach Hause. So, also auch viel draußen. Und das Aufwachsen der Großfamilie mit einfach vielen unterschiedlichen Leuten, die dann immer wieder einfach auch, ja, man begegnet ist. Und auch so die Begegnung mit vielen Gästen. Wir haben so eine kleine Fremdenpension gehabt. Und das, glaube ich, war so auch ein Stück weit das, so das, woher kommen die, was ist da? Ich habe da viel als Kind nachgefragt und bin dann, sobald die dürfen haben können, habe schon in der frühen Jugend was viel ins Ausland gefahren, Urlaube gefahren, habe dann ein paar Jahre im Ausland gearbeitet. Und das, glaube ich, auch so eines aus der Kindheit, was ist das Interesse für das, was passiert denn draußen in der Welt und wie lebt man anderswo. Hm. Ja, schön, schön. Und wie ist denn dann bei euch weitergegangen? So, wenn wir so anschauen, oder? Ich denke mir, Kindheit ist was Zentrales, ob wir es wollen oder nicht. Irgendwo werden wir da geprägt, irgendwo werden wir geformt, irgendwo, sei mal egal wie alt wir sind, schon auch immer noch Kind. Ja? Irgendwo sind auch da so Anteile auch in uns drinnen. Die können wir verleugnen, wie wir noch wollen, aber also es macht uns aus. Aber es passiert ja dann auch ganz, ganz viel weiter, oder? Also irgendwo gibt es da eine zeitliche Periode von der Kindheit bis jetzt. Was würdest du denn sagen, Karin, so, was war da so vielleicht ganz zentral wichtig, dass du jetzt da sitzt? Was waren da so wichtige Stationen? Ja, da knüpfe ich da an dieses ins Ausland gehen. Ich habe dann einfach mehrere Jahre im Ausland gearbeitet. In Amerika, in Spanien und Griechenland und habe da unter anderem auch im Tourismus gearbeitet und irgendwann gemerkt, na, das bleibt mir zu oberflächlich. Ich möchte eigentlich mehr in die Tiefe gehen und habe da so eine Unzufriedenheit über längere Zeit gespürt, so vom Beruflichen her und habe dann gemerkt, na, ich möchte einfach auch im Sozialbereich was tun, was arbeiten. Habe dann studieren angefangen, Pädagogik habe ich studiert und dann auch so Therapieausbildung begonnen. Und so meine ersten Arbeitserfahrungen waren so im Hospiz, also so am Ende des Lebens. Diese Erfahrung gemacht, da bei Menschen zu sein und sie zu begleiten, das habe ich einige Jahre gemacht, zum Studium dazu. Und da ist dann für mich so der Wunsch gekommen, so nicht mehr so die Menschen aus dem Leben hinaus zu begleiten und in der letzten Phase da zu sein, sondern auch Menschen wieder hinein ins volle Leben, in ein glückliches, zufriedenes Leben zu begleiten. Und da ist dann so diese Arbeit beim Emmaus, diese Chance, die Möglichkeit, die ich gekriegt habe, dort zu arbeiten, so ganz was gewesen, wo ich mir gedacht habe, ja, das passt jetzt einfach super. Und da habe ich dann einfach beim Verein Emmaus angefangen und dort bin ich nach wie vor und sind jetzt einige Jahre draus geworden. Okay. Mo, wie ist es so bei dir? Ja, wie gesagt, bei mir war das ein ziemlich einschneidendes Erlebnis, eben der Umzug von den Randbezirk in den Wiener Innenbezirk. Es waren zwei ganz verschiedene Welten, ganz einfach. Ja, wie gesagt, dann die Schule fertig gemacht, einen Lehrberuf ergriffen. Ja, und dann durch Freundeskreis und so ganz einfach Drogenkarriere eingeschlagen, nicht? Und viel gereist dann. War ziemlich viel unterwegs in Europa. Die letzten 13 Jahre in Spanien. Und ich glaube, das war immer wieder irgendwie so ein Suchen nach meiner Kindheit, nach der Freiheit, was ich gehabt habe und eben die Natur. Und das war halt bei die, in Wiener Innenbezirk hast du das nicht. Das ist dann Park und die Clique und fertig. Nicht? Ja, und das war eigentlich dann der Weg. Die letzten 13 Jahre war in Spanien und dann, ja, Alkoholsucht und das war dann mein Weg bis daher. Wie ist es bei dir, Melanie? Ja, bei mir wirklich ein bisschen. Also wie schon gesagt, ich bin in meiner Jugend sehr rebellieren zu müssen.
habe nicht so recht gewusst, was ich aus meinem Leben machen soll. Ich habe Matura noch gemacht, weil ich mich relativ leicht getan habe in der Schule. Und habe aber da in der Zeit schon sehr mit dem Party angefangen und bin dann sozusagen auf der Suche nach einem sinnlichen Leben total am Leben gescheitert irgendwo, also an irgendwas Konkretes verfolgen und habe dann 10 Jahre lang nur so mit treiben lassen einfach. Hab verschiedene Jobs gemacht, wo meistens nicht nüchtern, also so gut wie gar nicht eigentlich. Und hab dann, bis ich wirklich harte Konsequenzen tragen habe müssen aufgrund von meinem Lebenswandel, die mich jetzt, insgesamt 3 Jahre komplett von der Realität abgeschnitten haben. Das war um meinen 30. Geburtstag gekommen. Mich dann ein bisschen wachgerüttelt, dass ich gesagt habe, so wenn ich jetzt keinen Cut mache komplett, dann geht es ewig so weiter und das ist groß angewendet und habe dann beschlossen, einfach nur mal komplett neu anzufangen und mir dann etwas gesucht, wo ich da die Möglichkeit habe. Und so bin ich zu Emma ausgekommen. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Benedikt, wie war es bei dir? Ja, ich bin. Was für mich recht einschneidend war, glaube ich, war auch ein Auslandsaufenthalt. Ich habe mal 1,5 Jahre auch in Amerika gelebt und bin da als junger Student recht ambitioniert und weltoffen rüber und habe dann dort ein paar Erfahrungen gemacht. Erstens einmal das das gute Leben, das ich von da gekannt habe, dass das durchaus nicht selbstverständlich ist. Dort viele Leute kennengelernt, die auf der Straße leben und Vietnam-Veteranen waren oder aus, von den Indianern abstammen oder aus Südamerika kommen. Und es hat mich schwer erschüttert auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch tief berührt, wie herzliche Begegnungen stattgefunden haben. Und das Zweite ist, dass ich habe zwar dort in einem Studentenheim gelebt, war noch nie von so vielen Leuten umgeben und war noch nie so einsam. Das habe ich von Innsbruck nicht gekannt. Da habe ich meine Freunde gehabt und mein Leben und war da gut verwurzelt. Und auf einmal bin ich da in einem Haus mit 200 anderen Studenten und alle sind lustig und fröhlich und grüßen sich, aber letztlich war das alles sehr oberflächlich. So habe ich es damals empfunden und habe dann wieder ganz wertvolle Beziehungen eigentlich bei Leuten gefunden, die ich auf der Straße kennengelernt habe. Ich habe dann auch gemerkt, dass das eine ganz neue Qualität hat. Und so dieses, eben so die Besonderheit der Beziehung und des Miteinanders und so die Armut, dass mir die Augen geöffnet worden sind für die Schicksale und für Traumata, die Menschen erlebt haben und so. Mit dem bin ich dann wieder zurück und habe das dann eigentlich bei uns suchen angefangen. Ja. Und so bin ich dann bei Emmaus gelandet. Ja. Mhm. Mhm. Interessant. So vier ganz unterschiedliche Lebensgeschichten. Zum einen unterschiedlich und zum anderen sind ja viele verbindende Sachen da, oder? Und zum Schluss hat es alle da irgendwie hergeführt, oder? Jetzt sind wir alle vier heute da im Freiradstudio und Sie, meine Damen und Herren, hören zu. Vielen Dank auch für die Offenheit, ja. Also ich finde das sehr bewegend und auf der anderen Seite aber auch wichtig. Ich glaube, über ein Thema zu reden ist eine Sache. Dieses Thema aber auch bei uns selber ein bisschen anknüpfen lassen zu können, oder? Weil das Thema, denke ich mal, da gibt es einen Mensch, da gibt es Menschen dahinter. Ja? Und meiner Meinung nach halt, wenn ich diese Menschen kennenlerne, dann komme ich auch besser zum Thema hin. Also wie wenn das einfach irgendwo so was Theoretisches ist. Also von dem her, vielen Dank für die Offenheit. Als letzte Frage ist mir noch ganz, ganz wichtig. Was macht's denn gern? So quasi jetzt, Mo, was ist so das, wo du sagst, das machst du gern? Also was ich jetzt gern mache, wo ich durch das, dass ich jetzt schon seit 18 Monaten abstinent bin, an meinem kranken Kopf habe, nach 56 Jahren Substanzeinnahme. Ich helfe gern. Mhm. Ja.
Ich helfe ganz einfach gern und mir macht es zum Beispiel Spaß, bei einem Auslandsprojekt als Arbeiter dort hinfahren und dort arbeiten. Mhm. War jetzt einmal in der Ukraine, einmal war ich bei EMAS Spanien, hab dort dann ein Workcamp gemacht. Ja, und das erfüllt mich ganz einfach. Mhm. Was ich mir eigentlich früher nie gedacht habe, nicht? Solange ich unter Einfluss von irgendwelchen Substanzen gestanden bin, war ich eher als Egoist unterwegs, nicht? Ja, und das macht mir Spaß vor allem und mache ich gern. Ja, schön. Was machst du gern, Karin? Also ganz spontan ist mir so jetzt kommen, so Zeit mit meiner Family zu haben, mit den Kindern. Irgendwie das vergeht so schnell, diese Zeit, und die so ganz bewusst zu genießen. Und andere Sache, wo ich so jetzt die letzten Jahre sehr draufgekommen bin oder was mich sehr innerlich erfüllt und wo auch so ein Gebiet ist, wo ich das Gefühl habe, da kann ich so viel erforschen und kennenlernen, ist so in die Stille gehen und einfach in die Meditation zu gehen und mich da zu üben. Und auch so in diese Körpermeditation einfach. Ich mache regelmäßig Yoga und bin dann immer sehr erstaunt, wie der Körper zu mir spricht und wie diese Beziehung zum Körper immer lebendiger wird. Also das ist ja auch etwas, was mich sehr, ja, sehr bereichert in meinem Leben. Was ist bei dir, Melanie? Was machst du gern? Im Prinzip das Gleiche, was ich früher gemacht habe, gern, aber anders. Ich spüre mich einfach gern. Mhm. Also wenn ich am Berg um bin, nachher bin ich nur bei mir und wenn ich tanze, dann verschmelze ich mit der Musik und wenn ich Menschen damit zuhören lasse, dann spüre ich das auch, so, ich spüre mich einfach gern. Mhm. Ja. Ja. Bei dir, Benedikt? Was ich gern tue, ist auch Zeit mit der Familie verbringen, mit den Kindern. Die sind auch gerade ein ganz ein lässigen Alter, wo man viel unternehmen kann miteinander. Und wo sie sich auch freuen, wenn ich heimkomme und so, das ist einfach nett. Und ich tue gern garteln, ganz gern garteln. Und die Karin hat den Weg schon ein bisschen gelegt, also seit einigen Jahren gehe ich ganz gern immer wieder in die Stille. Das kann jetzt an Abenden sein oder auch ein, zweimal im Jahr für mehrere Tage, um immer so ein bisschen, ja, den Blick auf mich selber zu richten, ein bisschen bewusster zu werden, ja. Ja. Mhm. Und ich sage mal, eigentlich haben wir ja noch eine fünfte im Studio, die ist zwar jetzt nicht physisch anwesend ist, oder? Aber mit der Musik sehr wohl auch anwesend ist und auch mit dem Thema Achtsamkeit was zu tun hat. Wer ist denn das? Ja, die fünfte ist die Eva Reheis. Mhm. Die Eva Reheis arbeitet im Therapiezentrum Mutters und sie ist mit uns verbunden, weil wir mit ihr gemeinsam eine Achtsamkeitsgruppe machen. Ihr ist die Arbeit mit der Achtsamkeit auch sehr wichtig geworden in den letzten Jahren. Und die Gelassenheit und die Selbstreflexion, die wir dadurch gewinnen, geben wir in einer wöchentlichen Gruppe, üben wir die mit anderen, also geben wir an andere weiter. Also wir haben mit ihr gemeinsam so eine Achtsamkeitsgruppe gestartet. Ja, schön. Genau, in Innsbruck. Und sie hat zu diesem Zweck ein Konzert geben und deshalb spielen wir ja auch in dieser Stunde einiges, glaube ich, an Musik, die sie komponiert hat und mit ihrer Band mit den Hochideen auch spielt. Mhm. Und da war ja das erste Lied, was wir gespielt haben, wie hat das nochmal geheißen? Das erste Lied, die Dame auf dem Sofa. Genau. Und vielleicht, bevor wir jetzt näher eingehen, oder, auf den Verein Emmaus, dass sich die Hörerinnen und Hörer vielleicht ein bisschen ein Bild machen können,
Was ist das für ein Verein? Wie können wir Informationen zu diesem Verein bekommen? Was hat es mit der Achtsamkeitsgruppe auf sich? Vielleicht spielen wir an der Stelle nochmal eine Musik. Was passt denn dann ganz gut? Was möchtest du denn hören an der Stelle? Ja, ich denke, das ist der Verstand. Mhm. Der Verstand? Ja, okay. Auf einem Bein, weiß, wie die Dinge sind, vertraut sich blind. Sein Herz hat er auf Eis gelegt, weil er sein Herz nicht versteht. Mit einer Schere schneidet er sich seine Träume ab, atmet nur knapp. Er fragt sich nicht, wer er ist, sieht im Spiegel nur Der existierende Mensch. Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, Freies Radio Innsbruck auf 105,9. Jeden ersten Donnerstag im Monat um 20 Uhr. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at. Meine Damen und Herren, Sie hören die heutige 47. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Heute zum Thema Wege aus der Sucht. Bei mir hier im Studio Karin Kanazei, Benedikt Zecher, Melanie Musner und Mo Bloms vom Verein Emmaus. Und ja, wenn Sie davor vielleicht gehört haben, da ist ganz, ganz viel um die Person gegangen. Wir haben gerade aufgehört mit dem, was sie gern machen. Da ist ganz viel Natur vorkommen, Zeit mit Familie, so ein Gespür für sich selber entwickelt haben oder aufrechterhalten. Auch ganz, ganz viel Stille, Meditation, Garteln, Reisen. Ja. Aber jetzt würde mich sehr interessieren, na, vielleicht genau, weil das hatte ich jetzt erst ganz vergessen. Meine Damen und Herren, Sie können, wenn Sie wollen, auch gerne hier in der Sendung anrufen. Wenn Sie irgendwas hören wollen, wenn Sie irgendwas sagen wollen, bitte rufen Sie an. Telefonnummer hier im Studio 0512
56 02 91 11. Ich wiederhole es auch nochmal ganz gern. 0512 56 02 91 und dann die Durchwahl 11. Durchwahl nicht vergessen, weil sonst kommen sie nicht in die Sendung. Ja, aber Benedikt, vielleicht ja, kurze Erklärung, dass einfach die Hörer und Hörerinnen einfach wissen, was ist denn das der Verein eben was? Und was, ja, vielleicht, dass sie sich ein bisschen was darunter vorstellen können. Wir bei Emmaus haben ein Angebot für Menschen, die jahrelang an einer Abhängigkeitserkrankung gelitten haben und die irgendwann zu einem Punkt gekommen sind, wo sie beschlossen haben, dass sie sich von der Sucht befreien wollen und dass sie, und dass es für sie keinen anderen Weg zum zufriedenen Leben gibt, als die Abstinenz zu wählen. Das, unser Angebot schaut so aus, dass die Betroffenen bei uns in kleineren Wohngemeinschaften, in Häusern zusammenleben und in unserem Verein, der auch ein soziales Unternehmen ist, arbeiten. Sie sind also alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Vereins und verrichten für unsere Kunden Dienstleistungen von Gartenarbeiten bis Reinigungsarbeiten und alle möglichen Hilfestellungen rund um Haus und Garten. Das ganze Wohnen und Mitarbeiten bei Emmaus wird bei uns auch psychotherapeutisch begleitet, sodass man sich über die Jahre in diesem Weg und in dieser Lebenswende auch festigen kann und sich immer wieder neu zurechtfinden kann, sage ich jetzt mal. Ja. Und ist das verständlich? Ich glaube schon, dass das ganz verständlich ist. Wollt ihr noch irgendwie irgendwas ergänzen oder? Mo, Melanie, war für euch so irgendwie, das sagst du mir immer aus, da gehört noch das und das dazu oder? Vielleicht, wie erlebt ihr es? Das war ja nochmal ganz interessant, oder? Wir haben ja jetzt auf der anderen Seite so diese Perspektive da, oder? So von der, sage ich mal, institutionellen, therapeutischen Vereinsseite, oder? Und ihr als Mitarbeiter, als Teilnehmer, oder? Ja? Ja, also bei mir war das so. Bei mir ist das relativ schnell gegangen, mich dazu entschlossen, ganz einfach zum Trinken aufhören. Weil ich lange Zeit von meinem Leben eigentlich vergeudet habe mit Substanzen. Und mir ist da ganz spontan Hilfe angeboten worden. Also ich muss sagen, es war eigentlich was, woran ich da geklammert habe und noch immer da geklammert. Und ich finde das total toll, das ganze Ambiente und die Perspektiven, was man hat. Also mir hat das komplett geholfen. Also Emmaus ist für mich ganz einfach ein Sprungbrett zum Wiedereinstieg. Also ich habe doch im Alter einmal durchgestartet, wo man immer der Jüngste ist und da ist mir total unter die Arme gegriffen worden, in jeder Hinsicht. Also ja, Ich kann eigentlich nur Gutes sagen. Okay. Melanie, wie erlebst du es? Ja, also es ist eine wahnsinnig große Hilfe, wenn man es schafft, die Hilfe einfach gut zu nehmen, was oft das Schwierigste überhaupt ist. Mir war das so, dass ich war in Deutschland draußen die letzten 3 Jahre und habe dann, ich habe nicht genau gewusst, wann ich wieder nach Österreich zurückkommen muss und habe da etwas gesucht, wo Arbeit und Wohnen verbunden ist und habe dann so eben Emmaus entdeckt. Und ganz mich früher schon gekümmert, dass ich dann Platz kriege und die haben mich dann an der Grenze abgeholt und mich wirklich super in Empfang genommen. Und es ist wirklich der Versuch, eine Gemeinschaft entsteht, dass man sich wo ja dazugehörig fühlt, fühlen kann, wenn man das möchte, dass einem geholfen wird, sei es jetzt beim Führerschein oder
bei, wenn man sich weiterbilden möchte oder weiter nur was machen möchte, egal bei was eigentlich, es wird einem einfach geholfen. Ja. Und das einzig Schwere ist, dass man es unternimmt. Mhm. Wenn man das mal geschafft hat, dann ist es wirklich ja, ganz eine super Sache. Mhm. Okay. Ja. Und ihr habt es ja so als ein wesentliches Konzept bei EMAS, so wenn ich euch richtig verstanden habe, so dieses Konzept der Achtsamkeit, wenn ich richtig davon ausgehe, da habe ich im Internet Folgendes gefunden, möchte ich euch nicht vorenthalten, weil es ja immer wieder, bei der Sendung geht es mir immer wieder um das Konzept der Logotherapie-Existenzanalyse nach Viktor Frankl. Fleißige Hörer, Hörerinnen wissen es vielleicht also, da geht es mir zum einen immer wieder um diese drei Prachtstraßen zum Sinn, wo drinnen ist so Erlebniswerte, Einstellungswerte, schöpferische Werte, also so quasi, wie finden wir Sinn? Sinn jetzt in dem Bezug die jeweils beste Möglichkeit in jeweiliger Situation. Und da quasi, wenn ich am Leben teilhabe, wenn ich was erlebe, ja, wenn ich was Neues ins Leben bringe oder meine Einstellung, meine Rückschau zum Leben als ganz, ganz wesentliche Momente. Und da habe ich folgenden Ausspruch von Viktor Frankl gefunden und ja, da wäre so meine Frage ein bisschen an dich, Karin, hat das vielleicht sogar was mit Achtsamkeit zu tun? Und Viktor Frankl hat gesagt so, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. In diesem Raum haben wir die Freiheit und die Macht, unsere Reaktion zu wählen. Weil das war alles in so einer Zeit, oder? So ein bisschen dominiert Reiz-Reaktionsverhalten, oder? Wir sind dann quasi nur Produkt unserer Triebe, oder? Und Viktor Frankl war ja immer Freiheit ganz, ganz wichtig, oder? Und so ganz andere Dimensionen, oder? So dieses Geistige auch nochmal, neben dem Psychischen, ja? Hat das was mit Achtsamkeit zu tun, Karin? Auf jeden Fall. Das ist auch so ganz ein Zitat, was in ganz vielen Achtsamkeitsbüchern zu finden ist. Und die Achtsamkeit ist ja genau diese Fähigkeit von uns Menschen, die wir alle in uns haben, mehr oder weniger gepflegt und kultiviert, die uns hilft, diesen Freiheitsraum wieder zu finden. Also dass wir nicht ausgeliefert sind unseren unbewussten Mustern. Und Sucht ist einfach, würde ich jetzt einmal so sagen, ein Muster, das entstanden ist aus unterschiedlichen Gründen, immer eine Not dahinter. Das hat auch ganz viel mit Flucht vor dem zu tun, was jetzt vielleicht zu schmerzvoll ist oder was einfach nicht zum Ertragen ist und das über lange Jahre dann gepflegt, dieses Muster, und dann führt es in eine Sucht. Und die Achtsamkeit kann wie ein Schlüssel sein, so irgendwie zum Dableiben bei dem, was jetzt ist, das Aushalten, das Beobachten ist ganz, ganz wichtig, nicht bewerten und auch einen liebevollen Blick drauf haben, um aus diesem Muster auszusteigen, um als Autopilot nennt man das auch, also aus diesen automatischen Reaktionsmustern. Und die Achtsamkeit ist etwas, was in der Suchttherapie die letzten Jahrzehnte sehr viel Einzug genommen hat. Und wir haben uns ja, wie vorher schon erwähnt, sehr, auch privat sehr mit diesem Thema beschäftigt. Und dann war das natürlich ein Riesenglück, dann in der Arbeit auch Kollegen zu finden, die auch da Feuer gefangen haben. Und so haben wir das auch mehr und mehr in unser Team reingebracht, haben uns da fortgebildet über die letzten Jahre und haben meditieren oder machen 5 Minuten Stille vor den Teamsitzungen, was ganz einen großen Effekt hat, diese 5 Minuten, um uns zu zentrieren, um zu schauen, um was geht es jetzt wirklich und auch, wo gehen wir um. Wir machen diese Achtsamkeitsgruppe, die ich erwähnt habe. Das ist eine offene Gruppe für alle Interessierten, die jeden Dienstag stattfindet, um 7:30 in der Gänsbacher Straße, in unserem Therapieraum. Und wir machen mit den Menschen, die bei uns sind, die das wollen, auch so als Therapiebaustein, so gerade letzte Woche haben wir das gemacht, so 2 Tage ein Achtsamkeitsretreat, wo da ganz in die Tiefe gegangen wird und einmal so erfahren werden kann, was das heißt, weil das ja etwas ist, wo man nicht theoretisch, kann man darüber reden, aber spüren, was es heißt, kann man nur, wenn man es einfach ausprobiert und öfter ausprobiert und das pflegt, was für Wirkung das haben kann. Und ja. Und ihr hättet mir ja, oder ihr hättet uns ja auch nochmal einen Vortrag mitgenommen, oder? Und da ist sogar ein bisschen eine Übung drinnen. Genau, bei diesen
Konzert, was vorher erwähnt worden ist, da hat der Dr. Harrer, der einige Bücher zu diesem Thema geschrieben hat, der auch mit uns Fortbildungen gemacht hat, was über die Achtsamkeit allgemein gesagt. Und ich glaube, das spielst du jetzt ein, gell? Gerne. Und danach hat er sogar noch eine Übung drinnen, wo Sie, meine Damen und Herren, auch noch ein bisschen selber mitmachen können. Ja? Also es liegt in Ihrer Freiheit, ob Sie dann mitmachen. Man liest und hört ganz viel von Achtsamkeit, aber es ist gar nicht einfach zu erklären, was Achtsamkeit ist. Manche Leute sagen ja, man könne gar nicht erklären, was das ist. Man müsste es einfach ausprobieren. Weil es sei wie jemandem erklären zu wollen, wie eine Mango schmeckt. Das kann man nicht, man kann es nur irgendwie machen. Und darum hätte ich ganz gern mit einer kleinen Übung anfangen. Aber zuerst möchte ich noch sagen, was Achtsamkeit alles nicht ist. Achtsamkeit bedeutet zum Beispiel nicht nachdenken über irgendwas. Achtsamkeit bedeutet auch nicht mit Samthandschuhen und ganz leise und ganz vorsichtig zu sein. Man kann durchaus laut und lebendig sein. Entscheidend ist, ob man es bemerkt. Achtsamkeit ist auch kein Heilmittel. Achtsam ist nichts Esoterisches, ist auch nichts Religiöses. Man muss nichts glauben. Es geht um das unmittelbare Wahrnehmen. Das ist irgendwas Lustiges zum Beispiel. Also, ja. Es kommt trotzdem, die Achtsamkeit, so wie sie in den letzten Jahren irgendwie berühmt geworden ist, hat ihre Wurzeln im Buddhismus. Und der Buddha hat in einer seiner Lehrrede gesagt, der Mönch, achtsam seiend, weiß, dass er zum Beispiel lang ausatmet. Mönch, achtsam seiend, weiß, dass er kurz einatmet. Und so wäre die Einladung, ein paar Atemzüge lang einfach zu bemerken, was in ihnen und rund um sie herum vorgeht. Also eine Möglichkeit ist, darum sind sie ja da und Orchideen, dass sie mal bewusst sich darauf konzentrieren, was sie im Moment hören. Schauen, ob das Lachen noch da ist. Geräusche, Stille. Manche vielleicht schauen noch nach außen. Dann ging es darum, einfach zu bemerken, ich schaue und weiß zugleich, dass ich schaue. Oder ich spüre und weiß zugleich, dass ich spüre, zum Beispiel meinen Körper. Kann es sich fragen, was kriege ich im Moment von meinem Körper mit? Hören Sie die beiden Füße, wie sie den Boden berühren. Spüren Sie den Stuhl, wie er sie trägt. Spüren Sie, wie sie atmen. Einfach bemerken, beobachten. Gedanken auftauchen, einfach während ich denke, zum Beispiel wann geht es mit dem Konzert weiter, einfach bemerken, ich denke, Gedanken ist da und wieder zurück zum Spüren, zum Ein- und Ausatmen. Jetzt wird die Stille. Vielleicht für zwei, drei Atemzüge einmal beim Atem verweilen. Ein- und ausatmen, wo auch immer Sie das spüren. Ein- und aus. Bemerken, wie es still wird vielleicht, wie Sie sich spüren. Ja, und dann können Sie mit der Aufmerksamkeit langsam wieder nach außen gehen, ins Hören, ins Schauen. Vielleicht ist das so ein kleiner Geschmack von der Mango der Achtsamkeit, dass es darum geht, einfach zu beobachten. Einfach eine Haltung des Beobachtens einzunehmen, einfach wahrzunehmen, was ist. Ohne zu bewerten, ohne zu nachzudenken, einfach ohne zu urteilen, einfach nur in Kontakt zu sein mit dem, was im Moment ist, innen, außen. Und Achtsamkeit kann uns auf diese Weise helfen,
mehr zu sein als zu tun, mehr zu lieben als zu urteilen und zu bewerten. Und Mindfulness ist das englische Wort Mind, assoziiert man oft mit dem Geist, aber für uns ist mindestens genauso viel Heartfulness, also irgendwie mit dem Herzen sehen. Der Jon Kabat-Zinn, der einer der Begründer der Bewegung der Achtsamkeit, der sagt, Achtsamkeit ist eine Liebesbeziehung mit dem Leben. Und sie hilft uns einfach mehr, mit dem Herzen zu sehen und auf eine andere Weise in der Welt zu sein. Und sie eröffnet irgendwie neue Dimensionen jenseits des Verstandes, der uns häufig einengt und die Welt ja, vernebelt. Ja, meine Damen und Herren, Sie hören Der existierende Mensch. Heute zum Thema Wege aus der Sucht. Den Sie jetzt gerade gehört haben, das war Michael Harrer. Michael Harrer hat sich ganz viel mit dem Bereich Achtsamkeit beschäftigt, hat einige Bücher zum Thema Achtsamkeit geschrieben und der hat eben, wie gesagt, in diesen, so wie die Karin Kannerzeit es davor eingeleitet hat, bei diesem Abend der Achtsamkeit vom Verein Emmaus, in der Bäckerei war der Abend, da hat er eben diesen Vortrag oder diesen Kurzvortrag zum Thema Achtsamkeit gemacht. Und ich muss mich ein bisschen entschuldigen, in der Stille habe ich dann leider kurz was eingeblendet. Das war nicht absichtlich, aber Sie hören, es ist eine Live-Sendung, also da passieren dann solche Sachen. Und ich denke mal auch, Achtsamkeit heißt ja auch, sich von Störungen nicht ablenken, abbringen zu lassen und auch Störungen eigentlich nicht zu bewerten, oder? Ja. Ja. Ja, meine Damen und Herren, jetzt würde mich natürlich noch ganz, ganz fest interessieren, wie geht es denn euch mit dem Thema Achtsamkeit? Melanie, wie geht es dir mit dem Thema Achtsamkeit? Hast du Achtsamkeit davor schon einmal erlebt? Oder war es so das erste Mal jetzt in Emmaus? Nein, ich habe Achtsamkeit schon vorher in die 2 Jahre in Deutschland auf Therapie erlebt. Aber es hat eine Zeit gebraucht, bis ich das so wirklich auch in Umsetzen habe können. Also etwas zu verstehen und etwas umsetzen sind oft 2 verschiedene Sachen. Und es ist so ein riesen umfassendes Thema, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll. Im Grunde genommen geht es für mich einfach nur darum, bei mir selber zu bleiben, um mich nicht zu verlieren im Alltag oder sonst irgendwo. Und ich war bei dem Retreat dabei, die 2 Tage, wo wir im Kloster waren. Und mir ist vorher nicht so gut gegangen. Ja, auf ein paar so private Probleme, die ich gehabt habe. Und hab gemeint, das hat mir total schlecht gegeben, wenn wir da jetzt nicht reden und sich total auf sich selber besinnen. Oder? Und mir hat es aber voll gut getan. Und ich habe gemerkt, so wenn ich ganz bei mir bin, nachher geht es mir eh gut, ja. Weil mit mir selber total gut klarkomme. Und wir haben in dem Kloster das Handy, habe das Handy ausgeschalten und es war wirklich also ein Erlebnis und so eine Befreiung, über 24 Stunden das Handy komplett ausgeschalten zu haben. Und ich gucke gerade an alle da draußen, die zuhört, eigentlich sagen, schalt euer Handy für 24 Stunden oder nur länger aus, es ist unbeschreiblich geil. Ja, so viel zum Thema Achtsamkeit von mir. Ja, schön. Ja. Schön. Wie hast du es erlebt, Mo? Beziehungsweise wie war dein Zugang zu Thema Achtsamkeit auch davor schon oder erst mit Emmaus? Achtsamkeit habe ich eigentlich in der Zugstation in Mutters kennengelernt durch die Eva Reheis. Und ja, ich habe es eigentlich für Unfug gehalten. Ich bin dann zu Emmaus gekommen, da ist mir das dann zugetragen wieder, die Achtsamkeitsgruppe. Ich bin dann öfters hingegangen. Kontinuierlich und bin eigentlich drauf gekommen, dass ich das schon früher praktiziert habe. Und ich glaube, jeder von uns hat das schon praktiziert, ohne zu wissen, dass Achtsamkeit ist überhaupt. Ich verbinde das damit, dass ich ziemlich viel unterwegs war in meinem Leben und oft an Orte gesessen bin, allein ich mit mir selber. Und mir gedacht habe, super, nicht? Ich meine, du bist mit dir und der Welt in Frieden. Einig, du bist im Jetzt, gegenwärtig, du bist jetzt da. Und ja, und ich mache das ganz einfach weiter, so wie andere einmal in der Woche Fußball spielen geht oder Schach spielen oder Karten spielen. Habe ich meinen Spaß da, in die Achtsamkeitsgruppe zu gehen. Ganz einfach. Mhm.
Wenn jetzt die eine Hörerin oder der andere Hörer mit dem Thema Achtsamkeit sich ein bisschen auseinandersetzen möchte, ja, wenn da irgendwie Interesse geweckt worden ist. Karin, wie, du hast davor von einer Achtsamkeitsgruppe geredet. Wo ist die und was sind die Zugangsbedingungen? Okay, also das ist ganz unkompliziert. Wir freuen uns über jeden, der kommt und das einmal ausprobieren möchte und da teilnehmen möchte. Es ist einfach auf einer freiwilligen Spendenbasis. Es gibt da verschiedene Übungen aus der Achtsamkeitsarbeit, ganz unterschiedlich, auch längere Stille. Zeiten und zwischendrin immer wieder so die Möglichkeit, also Rückmeldung zu geben oder Fragen zu stellen. Und wie gesagt, einfach kommen und ausprobieren. Es ist in der Gensbacher Straße 6 im ersten Stock, jeden Dienstag um 19.30 Uhr. Und vielleicht dann noch dazu zu sagen, wir sind vier, die diese Gruppe anleiten, so im Radl. So der Benedikt, die Eva Rehheiß, dann meine Kollegin noch, die Cornelia Schallhardt und ich. Also man kann auch unterschiedliche Stile kennenlernen. Okay, ja. Also es zahlt sich dann aus, mehr als einmal hinzugehen. Genau, weil wir vier verschiedene sind, die das machen. Ja. Ja, meine Damen und Herren, ich werde auch den Folder der Achtsamkeitsgruppe online stellen. Noch steht er nicht oben, noch steht der Link auf der Homepage. Also die Homepage wissen Sie, www.sind-los.at/sind-los. Da kommen Sie zur Radioseite und da unter Sendungen finden Sie die vergangenen Sendungen. Und auch die aktuelle Sendung wird dann so sein, dass nächste Woche auch die Sendung downloaden können, beziehungsweise anhören können, noch einmal nachhören können bei den verschiedenen Plattformen. Und dort würde ich auch gern nachher diesen Folder online stellen, ja, von der Gensbacher Straße, dass Sie dann nochmal nachlesen können und genau wissen, wo ist das, wann ist das und ja, da hingehen können. Jetzt sind wir schon am Ende der Sendung angekommen. Also auch eine achtsame Sendung neigt sich dem Ende, ja. Also die Zeit vergeht und dann auch sieht man, wie schnell die vergangen ist. Also mich wundert es immer wieder, wenn man so in ein Thema drinnen ist, so wie schnell dann die Zeit einfach fließt, ja. So Pantarei, alles fließt, auch die Zeit. Ja, vielleicht möchtet ihr am Ende noch was sagen. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, wo ihr sagt, das möchte jetzt gern den Hörer, Hörerinnen mit auf den Weg gehen. Das kann auch ein Wort sein. Ja, vielleicht machen wir noch mal ganz kurz eine Runde. Mo, was fällt dir ein? Ja, also ich möchte an jeden noch dazu sagen, zur Achtsamkeit eben, entflieht einmal der virtuellen Welt ein bisschen und kommt einmal vorbei und schaut euch das an. Mhm. Karin, wie ist es bei dir? Oder hast du schon eh zuerst nur gesagt mit der Achtsamkeitsgruppe? Ich würde mich da dem Mo anschließen. Ich finde das total eine super Aufmunterung oder Einladung dazu. Passt für mich. Benedikt, bei dir? Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass es ihnen immer wieder gelingt, so im Fluss und Stress des Tages oder in schwierigeren Zeiten innezuhalten. Ja, und einmal zu schauen, was eigentlich jetzt da ist. Und dass es auch gelingt, das einigermaßen wertfrei zu sehen und annehmen zu können. Ja. Mhm. Melanie? Ja, abgesehen von meinem Handy-Ausschalt-Aufruf, den ich ja schon getätigt habe, habe ich ja schon was versucht mitzugeben. Ja, schaut's bei euch, da bleibt's und nicht im Alltagsradl total verloren geht's einfach. Ja. Ja. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen auf alle Fälle noch einen achtsamen und sinnvollen Abend. Schalten Sie wieder ein. Die nächste Sendung wird sein am Donnerstag, den 5. Mai, wieder um 20 Uhr. Da wird es dann einen Rückblick geben auf das letzte Sendungsjahr. Sie wissen, einmal im Jahr so eine Jubiläumssendung, schaue ich mir einfach noch einmal die letzten Sendungen an und dann gibt es Auszüge aus dem letzten Sendungsjahr. Ja, ich freue mich, wenn Sie wieder zuhören. Auf Wiederhören. That's me.
The glory, the love, the joy.